es will wirklich nicht, dann muss ich jetzt wohl tricksen. Tricksen kann ich ganz gut. Mal den hier. So. Dann darf das hier wieder weg. Du kommst hier oben drauf. Dahin. Du kommst weg. Und... Oh, verdammt. Okay, doch. Es zählt als normaler Bucket. Das heißt, wir können Lava transportieren. Hoffentlich auch. Gut. Komm schon. Erst ob sie. Okay. Nice. Vier Kabel ergibt einmal Lava. So. Vier hiervon. Dann. Transmutation Table. Wo ist er denn? Okay. Das schmilzt fleißig vor sich hin. Komm schon, mach eine. Miau. Gut. Regenbogen. Im Grund. Geht doch. Ach Gott, ich bin noch nicht fertig. Oh, komm schon. Geht doch. Okay, dann können wir jetzt einmal das. Zack. Und fertig. Jawohl. Ups. EMC-Hand. Complete Quest. Zack. Und Claim. Zweimal Obsidian. Wie schön. Und Go to Hell. Okay. Solid Nether. Extreme Chili und Music Paper. Okay. Ah, cool. Ich kann Lava-Source-Blocks in Obsidian verwandeln. Und ich kann... Ach, sehr gut. Weil das Questbook sagt, dass die Ender-Pigmen im Ender halt eine super Quelle, EMC-Quelle sind, wegen dem, was sie halt droppen. Also die Gold-Nuggets. Und deswegen sollen wir da eine Falle, eine Farm aufsetzen. Und das Transmutation-Tablet kommt jetzt mal ganz großzügig hier drauf. So. Was für eine Art bist du denn? Du bist ein Lernendes, ja. Das kannst du nicht gelernt werden. Das kann gelernt werden. Apfel, Obsidian, Pellets, Planks, Bucket, Stick, große Planks, Stone Slabs, geht nicht. Nee. Pickaxe, Stone Axe, Stone Pickel, das, oh Gott, Wooden, Sapling. Du hast keinen MC-Wert, du hast auch keinen. Crook, Sticks, Torches. Ich glaube, das habe ich alles. Denn alles, was das Ding gelernt hat, können wir auch wieder da rausholen. Das gleiche gilt auch über raus. Dirt. Zack. Und für Cobblestone, denn, und generell alles andere. So, und zwar... So. Einmal Sand, einmal Cobblestone. Hatte ich nicht irgendwo noch Gravel? Das habe ich, glaube ich, klein gehackt. Einmal Gravel lernen. Und einmal das lernen, falls es kann.
Das hat keinen EMC-Wert, schade. Okay, prima. Jetzt können wir Sachen umwandeln, was gar nicht mal so verkehrt ist. So, die Frage ist, in 1.10 ist ein Nether-Portal immer noch auf mindestens 2x3 gebunden? Minecraft-Wiki, das werden wir ganz mal schnell mal testen. Portal. Also, gucken. Der Regen ist immer noch mega laut irgendwie. Nether-Portal. Mindestmaße von 4x5 Blöcken. Okay, also muss es aber noch mindestens so groß sein. Mindestens 10 Blöcke haben. Das heißt, du hast 64 EMC. Und wenn ich jetzt mal hier alles reinwerfe, sehen wir auch schon, was wir daraus alles machen können. Ich kann die Pellets reinwerfen. Clay und Bone Meal und Dirt und Slabs und alles, was wir quasi haben. Und das können wir dann umwandeln. Und Setzlinge haben sehr hohen EMC, das ist gut. Hab ich gelernt? Ja, ne? Einer steht noch, zwei behalte ich. Und jetzt können wir hier Obsidian rausholen, wenn wir wollen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 9. Einer fehlt noch. Da können wir jetzt noch einen Baum pflanzen, wachsen lassen für Holz oder Setzlinge. In dem Fall sind, glaube ich, mehr wert. Kann ich schon mal einen Crook rausholen. Das ist das Praktische an Project E, dass man halt alles, also sehr viel, nicht alles, aber sehr, sehr viel in alles andere umwandeln kann. Und das ist wunderschön, ja. Das war ein Apfel. Komm schon, Baum. Holy moly, aha. Setzlinge. Naja, okay. Zwei reichen ja schon mal für das, was ich vorhabe. Wenn die 32 haben, sind sie, mein Gott, 64 EMC für ein Obsidian. Das glaube ich nicht. Und jetzt ist aber nur die Frage, wie viele Slabs kriege ich hier raus? 5? Okay. Slabs, zack. Denn ich würde es natürlich gerne nicht unbedingt direkt in meiner Base bauen. Das ist immer nicht so geil. Und ich brauche eine Kiste. So. Einmal lernen. Zack. Für alles, was ich gerade nicht brauche, was aber teuer ist. Das darf mit. Der Rest ist Slabs. Und zwar in diese Richtung. Ja. So, in die Mitte kommt das Portal. Und noch ein Sicherheitsrand außenrum. Für Eventualitäten. So.
Und so, jetzt brauche ich noch einen Zaun und ein Gatter, damit wir hier auch nicht in Gefahr geraten. Ich brauche mehr EMC. Komm schon. Und Wetter, beruhig dich mal wieder, mein Gott. Kann ich denn Buckets umwandeln? 240 hat kein EMC-Wert, schade. Oh, okay. Aber ich kann es in Obsidian umwandeln. Na komm her. Na komm, jetzt. Manu. Obsidian. Für, was habe ich gesagt? Holz. So. Stickies. Ein Fencegate. Und, ach. Na toll. Reicht das denn für drei? Nun ja, gut. Ach Gott. Einmal kurz einprägen lassen, bevor ich es vergesse. Okay, können wir jetzt mal bitte einen neuen Baum haben? Das wäre wirklich, wirklich toll. Please. Okay, was haben wir hier so eigentlich ex-nihilo-technisch? Weil wir haben ja einiges Neues und ich würde gerne wissen, was es da jetzt so alles gibt. Außer die coolen Glas-Barrels. Hier Sifter. Die anscheinend Autosiften. Sehr schön, aber brauche ich halt Metall. Aber das ist auch nicht mehr so weit entfernt, Freunde. Nicht mehr so weit. So, okay. Also, wir hätten jetzt gerne mal bitte hier endlich Holz. Hallo. Komm schon. Ah, dann baue ich schon mal das blöde Portal. Licht. So. Autsch. Kann ich's denn, wie soll ich's denn laut Questbuch anmachen? Ich glaube ganz normal. Brauche ich ein bisschen Gravel. Okay. Gravel? Hat 4 EMC? Das ist interessant. Denn dann kann ich, wenn ich das Ganze mal in Koppel umwandle, daraus dann Gravel mache, habe ich viermal so viel EMC, wie wenn ich nur Stein, also wenn ich nur Koppel reinwerfen würde. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Aber wir brauchen Gravel auch für Flint. Und für Eisen. Und einen Sifter brauchen wir auch. Deswegen die Silkworms. Erstmal ein bisschen Silk machen, nicht vergessen. Deswegen müssen diese blöden Bäume endlich wachsen. Verdammt nochmal.
Komm schon. Aha. Wie viel EMC hat Flint? Auch 4. Das kennen wir ja schon. Gut. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir aber wirklich mal... Ne? Jetzt ist langsam hier. Es wird Zeit. Freunde. Holy moly. Aha. Was mit dir? Du stehst schon länger hier eigentlich. Hier so ein kleines mickriges Teil. Krug ist wichtig. So, der zweite Baum wird jetzt infiziert. Infested. Für Silkworms, für String. Für den Sifter. Für Eis. Das übliche. So. Schön. Zack und zack, zack. Jetzt wachse, Junge. Äpfelchen. Ich hab Hunger. Wann habe ich mal Schaden gekriegt? Komisch. Naja. Schneller gewachsen, als ich dachte. Aber gut, das passt perfekt. Dann können wir nämlich da jetzt mal unsere Steakworms reinsetzen. So an jede Ecke hier irgendwie ein. Zack, zack, zack. Dann geht es richtig schön schnell. Also relativ. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn der Baum hier vollständig infiziert ist und wir das Ganze mit Crooks dann entfernen können. Und dann kriegen wir da ganz viel Steakworms und ganz viel Strings raus, die wir brauchen für ein Silk. Also für ein Sieve, oder? C-Frames gibt es nämlich jetzt und daraus müssen wir dann ein Silk Mesh reinsetzen. Hier haben wir nämlich verschiedene. Und zwar Wooden Mesh gibt es auch, krass. Silk Mesh, Iron Mesh und Titanium Mesh. Ich denke mal für verschiedene Sachen. Verschiedene Feinheitsgrade. Das kann sein. Das werden wir sicherlich noch nachlesen. Ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.